Servus Leute, Marcel hier und hier ist das nächste Tutorial für meine Tutorialwoche, also Tag 2, Dienstag. Und heute habe ich mir jetzt überlegt, ich mache mal, wie man sich ein Portfolio macht, wie ich habe. Warte, ich zeige euch schnell mein Portfolio. Denn viele fragen mich, wie mache ich das und wie tut man das so schön organisieren, wie macht man so ein Bild hier, und das zeige ich euch jetzt alles, wie man das einrichtet, wie man sich da anmeldet und wie man so einen Anfang hier macht. Genau. So, dann gehen wir jetzt hier auf portfolio.deviantart.com. Den Link tue ich aber in die Beschreibung reinmachen. So, dann kommen wir hier drauf auf die Seite. Dann sehen wir hier, wir können ein Premium-Portfolio machen oder ein Portfolio, was nichts kostet. Ich habe eins gemacht, was nichts kostet, denn ich habe keine Lust, für ein Portfolio Geld auszugeben. Also machen wir einfach hier Start Your Free Portfolio. So, melden wir uns hier an. Username mache ich jetzt mal Tutorial. E-Mail-Adresse. Oder den Username gibt schon. Dann machen wir jetzt einfach Muscle GFX mit 3S. Meine E-Mail-Adresse. So. Genau. Machen wir ein Passwort. Ich mache jetzt hier. Ich sag's euch nur, damit ihr nicht hier rein könnt. Kommt. Wartet. Ich muss noch das hier schnell ändern. So, gibt so, das müsste jetzt doch eigentlich gehen. Jo, dann gebt ihr hier ein Geburtsdatum an. Ich gebe jetzt irgendeins an. So, Male oder Female oder was anderes. Twitter, jo, machen wir was anderes. Könnt ihr hier noch angeben, ob ihr irgendwie benachrichtigt werden wollt? Will ich aber nicht, also mache ich jetzt einfach Become a Deviant. So, Passwort will ich nicht speichern. Na los, mach hin. Nee, jetzt nicht. Mach. Ah, ich muss das noch. Ah, ihr müsst noch einen Haken da unten rein machen, dass ihr das akzeptiert. Jetzt, ne? So, dann haben die einfach eine Mail zu euch gesendet, zur Standard halt, dass ihr dort aktuell, also dass ihr dort drin seid halt, müsst ihr jetzt all bestätigen, so ein Bestätigungslink, hier ist es, klickt hier drauf. So, jetzt kann man starten. Ihr könnt euch jetzt hier auswählen, alles ganz einfach gemacht, ob ihr ein weißes oder ein schwarzes haben wollt, also ein dunkles. Ich nehme ein dunkles jetzt. Kann man sich einstellen, wie ihr das hier haben wollt. Also ihr seht das hier, was hier ist. Könnt ihr, ob ihr das hier haben wollt. Also hier, das hier, was ich hier habe, hier an der Seite oder hier oben. Ich mache es jetzt mal an der Seite, weil ich finde, an der Seite sieht es cool aus. Könnt ihr euch einstellen, wo ihr die Thumbnails haben wollt. Ich will die unten haben. Ne, oben. Könnt ihr euch hier einen Font auswählen. Ich nehme jetzt die, weil die finde ich sieht so homosexuell aus. Ja. Könnt ihr euch eine Highlight-Farbe raussuchen, wie ich hier, das Blau. Machen wir jetzt einfach mal auch ein Blau. Dann könnt ihr jetzt hier sowas, so ein Bild hochladen. Und das zeige ich euch jetzt, wie man sowas macht. Sowas wie hier nämlich. Ich zeige euch jetzt nicht alles, wie wir das komplett machen. Aber ich zeige euch jetzt, wie man das ungefähr macht. Zuerst, also ich zeige euch jetzt nicht, wie man hier noch Cinema4D-Text macht und so, meine ich damit. Gucke ich. Mal gucke ich mal schnell nach der Größe. 1000, gut. Also ihr könnt einfach ein Wallpaper-Format nehmen, das tut es dann runter regulieren irgendwie. Also machen wir jetzt neu. So. Macht ihr hier euch ein Bild hin. Wichtig ist, ihr dürft keinen weißen Rand lassen, den macht ihr weg. Weil das muss als PNG gespeichert werden. Macht euch eine neue Ebene und macht das hier weg. So. Dann öffnet ihr euch das, was ihr dahin haben wollt. Ich öffne jetzt zum Beispiel einfach mal. Was will ich denn mal gerne hin haben? Ich will einfach nur mein Logo dahin haben und schreibe unten drunter Muscle GFX Portfolio. Da schreibt ihr halt euren Namen hin, macht euer Logo hin, wenn ihr ein Logo habt oder tut. Irgendwelche Beispiele von euch da rein knallen, dann geht das schon. Wo haben wir jetzt mal was hier? Wir machen es ganz einfach. Ich nehme das Thumbnail, was heute dran kommt.
Tutorial-Woche. Wo steht das Tutorial-Woche? Dienstag. Wir tun einfach das Thumbnail hier reinknallen. So. Ich will das nicht so haben, dass das einfach jetzt so aussieht, dass da wie so ein Cast einfach nur ist. Deswegen tue ich hier mir an der Seite das ein bisschen wegradieren. Vom Text nicht so viel. Also nehmt nicht, wo ich hier so einen Kacktext habe, wie ich jetzt. Ich habe hier ein ziemlich scheiß Bild jetzt rausgesucht. Ihr müsst natürlich ein besseres Bild nehmen. Ich hätte mir jetzt auch noch ein besseres Bild machen können, aber das dauert jetzt zu lange. Darauf habe ich keine Lust. Da habt ihr keine Lust, das zu schauen, weil in meinen anderen Tutorials erkläre ich, wie man Cinema4D-Text macht, wie man das alles macht. Also brauche ich das nicht erklären. So, speichert ihr einfach als PNG. So. Wo steht das Tutorial-Woche? So, mache ich mir schnell einen Ordner. Die Nummer 2. So, speichere das hier als Plan. Und jo. Dann geht ihr wieder hier hin. Und tu das hier einfach reinmachen. Vor eurem Computer. Add a file. Ist also alles ziemlich einfach gemacht. Ist nicht irgendwie übertrieben schwer gemacht. Alles ziemlich easy gehalten. Aber trotzdem fragen mich viele, wie ich so ein Ding mache. So. Dann los, uploade bitte schneller. Ich glaube, ich habe ein bisschen Fail gemacht, aber das ist jetzt nicht so schlimm, als jetzt noch ein Tutorial, wo ich euch zeigen will, wie das jetzt hier ungefähr damit geht. Uploade schneller. Sorry, aber irgendwie hat DeviantArt mal wieder keine Lust. Das liegt nicht an meinem Internet, das liegt an DeviantArt. Na, 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 na. Ja. Müssen wir kurz warten halt. Ich kann euch aber schon mal sagen, was ich morgen als Tutorial machen werde. Morgen werde ich Color Corrections machen. Weil viele fragen, wie machst du Color Corrections? Deswegen werde ich die morgen machen und. Jo. Zwei Tutorials habe ich noch offen, was ich noch nicht weiß, was ich machen soll. Das müsst ihr mir bitte noch sagen, was ihr da haben wollt. Also was ihr noch gerne sehen wollt. Ich habe jetzt noch geplant. Text Styles, Color Correction morgen halt. Wie man Cinema4D in Lightroom erstellt. Wie man Thumbnails auf YouTube macht und wie man seinen YouTube-Kanal ordentlich einrichtet und alles. Als Partner oder wie ihr Partner werden könnt, da zähle ich dann noch mit. Wenn euch das interessiert, also wenn euch das interessiert, könnt ihr das unten reinschreiben. Und bis jetzt habe ich noch nicht mehr geplant, also ihr könnt mir noch sagen, was ihr gerne haben wollt. Jo. So, jetzt ist es hier fertig. Geht einfach auf OK. So, geht ihr schon auf den nächsten, also nächsten Schritt dann, könnt ihr hier einstellen, was ihr seid. Ich tue jetzt einfach mal hier hinschreiben, GFX. Könnt ihr hinschreiben, was ihr hier als Titel haben wollt bei euch. Also das ist dann das hier. Ich schreibe jetzt einfach mal Tutorial hin. Deinen Namen und so kannst du auch hinschreiben, musst du aber nicht. Man kann es machen. Das hier kann man auch ausfüllen, muss man aber nicht. Also das muss sein. So, jetzt können wir hier noch Avatar hinzufügen. Hier, das ist dann bei Artists, ist dann hier ein Avatar. Den mache ich natürlich noch hin, weil ohne sieht es ein bisschen komisch aus. Macht euch einfach Avatar 500x500 und schon hat sich die Sache geritzt. Was knall ich jetzt mal hier rein? So, ballern wir einfach mein Graffiti hier rein. Es dauert jetzt wieder ganz kurz oder ewig. Ich hoffe, es geht schnell. Na, 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 na. So, das müsste jetzt genau. Jetzt habe ich das hier drin. Könnt ihr hier noch reinschreiben, was ihr hin wollt. Wie hier, hey guys, I'm Felix, bla bla bla. Könnt ihr noch hinschreiben. Ich schreibe erstmal einfach hin. Bla. Bla bla. Bla. Punkt. So. Könnt ihr noch irgendwas extra hinmachen. Müsst aber ne, habe ich ohne gemacht, weil braucht man eigentlich nicht. So, geht wieder auf nächsten. Das Ding, also auf Next Step drücken und dann kommt ihr hier hin. Hier könnt ihr eure Galerien einrichten. Und da könnt ihr jetzt reinschreiben, zum Beispiel Background.
Also YouTube Partner Backgrounds. Und YouTube Backgrounds mache ich jetzt. So. Dann könnt ihr hier einfach Plus drücken, noch eins machen. Also macht Partner Backgrounds. Dann könnt ihr noch Zeug hinzufügen, aber wichtig, ihr habt nur 4 Galerien, also tut ne hier irgendwie in 1 Million Galerien machen für jedes was einzelnes. Wallpaper, Webdesign und so, das könnt ihr nicht machen, dann müsst ihr euch den Premium kaufen. Ich habe hier Wallpaper und Webdesign im einen, Logos und Avatare, YouTube Background und Partner Backgrounds. Das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Ich lasse es jetzt mal so. Und dann geht ihr einfach hier unten auf Add Work, Add a File. Und dann könnt ihr euch hier wieder draus suchen. Ich tue jetzt das einfach mal rein, wieder. Ja, es uploadet jetzt kurz und danach ist das hier drin. Und danach sind wir eigentlich auch schon fertig. So, geht ihr wieder auf Next Step. So, jetzt könnt ihr hier reinschreiben, wie euer Link lauten soll. Ich schreibe jetzt hier rein: Tutorial Muscle GFX. So. Geht auf Next Step. Jetzt könnt ihr auf euren Ding draufgehen, auf euer Portfolio und könnt es euch angucken. Und jetzt habt ihr ein Portfolio hier. Ja, das sieht jetzt fail aus hier, weil ich hier das nicht richtig wegradiert habe und so. Das könnt ihr natürlich dann machen, so wie ich jetzt zum Beispiel hier. So hier, was ordentliches hat. Könnt ihr hier Artist Biografie, seht ihr hier euren Text, bla 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 bla, habe ich jetzt hingeschrieben. Seht mein Graffiti jetzt hier, könnt euch natürlich was anderes hinmachen. Bei den YouTube Backgrounds habe ich jetzt hier nur das Graffiti hinzugefügt. Seht halt, jetzt hier ist Graffiti, kannst du ranzoomen und wegzoomen. Ja. Und dann kann man hier noch was hinmachen oder halt nicht. So, das war's mal wieder. Dann sehen wir uns morgen. Das sage ich wieder. Haut rein, see you in the care, ciao.